Es gibt einen sehr umfassenden Leak und Story-Informationen zu Battlefield 6, die nun genauer das Setting, sprich die Zeiten, der Battlefield 6 spielen wird, beschreiben und vor allem, worum es genau in Battlefield 6 gehen wird. Alles weitere natürlich wie immer in den Gaming News bei deinem Swishy. Lass jetzt anstelle ein Abo da, um keine Gaming News, Tests zu aktuellen Spielen und vieles weiteres mehr zu verpassen. Weiterhin freue ich mich über deinen Daumen nach oben auf dem Video. Gerne auch mal bei Instagram vorbeischauen, dort poste ich immer kurze Gaming News, aber auch spontane News zu PlayStation 5 Verfügbarkeiten. Also gerne auch dort mal ein Follow dalassen. Laut aktuellen Leaks soll Battlefield nun in den 2030ern spielen, heißt knapp 10 bis 15 Jahre in der Zukunft. Hier soll das Ganze wohl aber kein Zukunftssetting mit Robotern und Co. abbilden, sondern es soll eben einen postapokalyptischen Look in den Maps geben, mit zerstörten Gebäuden, entweder durch neuartige Technologie oder durch Naturkatastrophen. Der Krieg zwischen den USA und Russland tobt unerbittlich und wie bereits in Tom Hendersons Leak, den ich bereits schon berichtet habe, soll es eben Fallen Nations geben. Und die kämpfen dann wirklich in Art Bündnissen für die USA oder Russland. So soll laut den aktuellen Leaks Russland zum Beispiel mit China verbündet sein und die Vereinigten Staaten zum Beispiel mit Teilen von Europa, Israel und Co. Der Krieg findet aber weder in den USA noch in Russland statt, sondern soll komplett in Eurasia stattfinden. Wer in Erdkunde aufgepasst hat, weiß, dass es sich natürlich hierbei um Europa und Asien handelt. Dort aber der Krieg zwischen USA und Russland ausgetragen wird, da der Kalte Krieg 2.0, wie man ihn gerne nennt, hier in Battlefield 6 eben nicht auf dem eigenen Kontinent ausgetragen wird. Besonders der Mittlere Osten und Europa soll bei den Maps als Hauptthema gelten, wir können uns vermutlich sogar vielleicht auf eine Map in Deutschland einstellen. In Call of Duty Cold War gab es bereits eine Map in Deutschland bzw. sogar zwei und vielleicht sieht man in Battlefield dann nun auch eine neue Map. Dass man mittlerweile quasi söldnermäßig für die USA und für Russland anheuern kann aus verschiedenen Nationen der Welt, à la Mercenaries einer vorherigen EA-Reihe, ist bereits bekannt. Hinzu kommt aber noch laut neuesten Leaks noch, dass man wohl nicht jede Nation auf jeder Map spielen kann. Zum Beispiel kann es sein, dass man vielleicht Deutschland nicht auf China-Maps spielen kann oder sonstiges. Sondern es soll eben thematisch passen und vor allem dann in das Kriegsgeschehen eingreifen von Map zu Map variieren. Alle Maps sollen dabei auf den 128 Spieler Conquest bzw. Eroberungsmodus ausgelegt sein und werden damit dann vermutlich extrem groß ausfallen, damit natürlich auch Fahrzeuge und Jets natürlich ordentlich Platz finden. Der offizielle Battlefield 6 Reveal, der dann offiziell von EA auch folgt, wird in den nächsten Wochen passieren, vermutlich bis Mitte Mai. Wir sind also kurz vor der offiziellen Ankündigung von Battlefield 6 und da werden wir vielleicht sogar erstes Gameplay-Material dann schon in den nächsten Wochen sehen. Ich muss persönlich sagen, ich bin so gehypt auf Battlefield 6 wie auf kein anderes Spiel seit lange mehr. Ich bin wirklich sehr gespannt, was EA daraus macht und ich glaube, gerade in der heutigen Corona-Zeit wäre, glaube ich, ein Battlefield 6, wo man nochmal richtig reinsuchen kann, ein richtig gutes Spiel und vor allen Dingen sehr gefragt. Aber genug von mir, an der Stelle bist nun du gefragt. Bist du gehypt auf Battlefield 6? Schreib's in die Kommentare, die ich natürlich wie immer alle beantworten werde. Viel Spaß beim Zocken, wünsche dir dein Swishy und wir sehen uns natürlich später im Livestream.